Gleitkomma-Arithmetik. Also Gleitkomma-Arithmetik bezeichnet man ja Operationen, wo die Operanden vom Typ Float oder Double sind. Der gelieferte Wert ist dann auch wieder vom Typ Float oder Double. Auch hier wieder entsprechen die Operatoren Plus und Minus als Vorzeichenoperatoren. Dann die Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Restbildung. Jetzt aber im Bereich der reellen Zahlen. 1.2 plus 9.8 liefert als Ergebnis 11.0. Und 1.2 minus 9.8 liefert als Ergebnis den Wert minus 8,6. Die Multiplikation, die Division und jetzt befinden wir uns im Bereich der Gleitkommazahlen. Das heißt, 9 durch 2 im Bereich der Integer-Arithmetik würde ja liefern 4. 9.0 durch 2.0 liefert jetzt aber die reelle Zahl 4.5. Und in Java kann auch bei der Gleitkomma-Arithmetik der Modulo-Operator genutzt werden. 4.0 modulo 2.2, da wird also 4.0 durch 2.2 berechnet und der Rest als Ergebnis geliefert. Das ist ja 1, Rest 1.8. Wenn Sie diesen Wert aber mal über System oder diesen Ausdruck über System.outprintln ausgeben würden, würden Sie sehen, es gibt als Ergebnis nicht 1,8, sondern 1,7999999999. Das ist was, was man beim Nutzen von Gleitkommazahlen in der Programmierung generell beachten muss. Es kann nämlich zu Rundungsfehlern kommen. Bei der Division insbesondere und bei dem Modulo-Operator. Und zwar aus dem Grund, dass ja in den 32 bzw. 64 Bit nur endlich viele Zahlen, insbesondere auch Nachkommastellen, repräsentiert werden können. Und damit einher geht halt diese Gefahr, mit Rundungsfehlern sich auseinandersetzen zu müssen. Mit Rundungsfehlern auseinandersetzt sich das Gebiet der Numerik. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Gefahr besteht. Und das kann wirklich dazu führen, dass ganz abstruse Werte letztendlich bei der Berechnung von komplexen Ausdrücken im Bereich der Gleitkomma-Arithmetik entstehen können. Hier ist mal nur ein Beispiel. Aber wenn man das jetzt wieder multipliziert mit anderen großen Zahlen und so weiter, dann können die Folgefehler immens sein. Da muss man entsprechend aufpassen.